You know what I'm making the film about? No. About anti-Semitism. Anti-Semitism, what does that mean? It means when people hate the Jewish people. No way, man. The Jewish people control the world. Yeah? Of course. Ich bin israelischer Jude und habe selbst noch nie Antisemitismus erfahren. Der Begriff ist aber überall. Drei Wörter tauchen immer wieder auf. Holocaust, Nazi und Antisemitismus. Mein Land wurde als sicherer Hafen für das jüdische Volk gegründet. Deshalb beunruhigt mich der Gedanke an Antisemitismus. Ich will mehr darüber erfahren. Ladies and gentlemen. Das ist Abe Foxman, der Vorsitzende der Anti-Defamation League in New York. I have been lucky to have survived by miracle the Shoah. Die ADL ist die weltweit größte Organisation im Kampf gegen Antisemitismus mit einem Jahresbudget von mehr als 70 Millionen Dollar. Abe Foxman ist das Gesicht dieses Kampfes. Vielleicht kann er mir einige Türen öffnen. Ich bitte ihn, mir zu helfen. Abe Foxman ist sehr entgegenkommend. Ihm scheint zu gefallen, dass sich ein israelischer Filmemacher mit Antisemitismus beschäftigt. Er gewährt mir großzügig Einblicke in die Organisation. Das hat es hier noch nie gegeben. He's doing a film, which I still don't understand what it is, but we said yes, yes and yes. You're on the record. Got it. Okay? I'll be good. Okay? He's not going to hurt us. Great. On the other hand, he's a good journalist, okay? I'll take He wants to get, you know, good stuff. Foxman stellt mich einigen seiner leitenden Mitarbeiter vor. You can talk to him too. Ist die ADL die größte jüdische Organisation gegen Antisemitismus? Oh, yes, yes. In the world. Yeah, auf jeden Fall. Die größten in den USA sind wir definitiv. Ich denke aber auch auf der Welt. Wir haben Büros im ganzen Land und die hören alles. Von der Beleidigung über Verleumdung bis zum Völkermord. Dazwischen liegt alles Schlimme, was uns passieren kann. Das ist meine Großmutter. Sie ist über 90 und lebt in Jerusalem. Ich will ihr von meinem Film erzählen. Ani Israeli, ken? Ani af lo hergashti ma ze antisemiyut. Az ani shoel ma ze be'etzem, ani ba ve'menaseh la'vin ma ze. Nu, az akshav ata yodea ma ze? Ani lomed. Ata lomed. Zu ha'savta shelcha yefeyfeya, zu ani. Ihre Familie ist im 19. Jahrhundert aus Russland gekommen, überzeugte Zionisten. Die ersten kamen nach Israel oder Palästina, wie es damals hieß, um dem Antisemitismus zu entkommen. אבל הם אומרים שיש שם הרבה אנטישמים. איפה יש שם? אז למה הם לא באים אם יש אנטישמים? אם יש אנטישמים, למה הם לא באים? עד שירגו אותם? מה? אז למה באמת הם לא באים? למה הם לא באים? הם אוהבים כסף, יהודי אוהב כסף. יהודי זה רמאי. יהודי זה רמאי. והוא עושה שם כסף, למה לא לעבוד פה ולעבוד, אם הוא יכול לעשות שם כסף בלי לעבוד? למה לא? שם הם לא עובדים? הם לא עובדים, זה שאני אומרת. שם יש להם כסף בלי לעבוד, פה הם יבואו, יעבדו, יצטרכו לעבוד. איך יש להם כסף בלי לעבוד? אה? איך יש להם כסף בלי לעבוד?
איך עשו כסף? ריבית, מלווה בריבית, ובתי מרזח פה, ויין פה, וזה שם. זה הם יודעים, יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. אני אומרת לך, אני היהודי האמיתית. לא כסף מסנוור אותי, שום דבר לא. אבל את מדברת כמו האנטישמים, שאומרים על היהודים שהם לא עובדים והם עושים... לא, אני לא מדברת. אני אומרת, הם רוצים להיות שם, שיפסר להם, עד שאולי יבוא מישהו, היטלר אחר וירוג אותם, יברחו. מה? Zehntausende israelischer Schüler fliegen jedes Jahr nach Polen. Die Erinnerung an den Holocaust aufleben lassen. Sie wollen ihn spüren, den grausamsten Völkermord in der Menschheitsgeschichte. In meiner Schulzeit, den 80er Jahren, gingen kaum 500 Kinder aus ganz Israel auf diese Reise. Heute sind es mehr als 30.000. Ich beschloss, mich ihnen anzuschließen, sie auch bei ihren Vorbereitungen in der Gedenkstätte Yad Vashem zu begleiten. Damals wurden die Körper von oben angezündet, der Brennstoff breitete sich aus, Zyklon B-Gas verteilte sich. Da sieht man die Körper und dort haben sie das Gold aus den Zähnen gerissen. In den Krematorien haben fast nur Juden gearbeitet. Jeder soll sein Motiv für diese Reise schildern. Ich gehöre zur dritten Generation von Holocaust-Überlebenden. Wenn meine Großmutter über den Holocaust redet, sehe ich in ihrem Gesicht diesen Ausdruck, wir vergeben niemals und wir vergessen niemals. Ich sehe, was sie fühlt, aber ich fühle es nicht. Auf dieser Reise möchte ich es fühlen lernen, dieses wir vergeben niemals und wir vergessen niemals. Die Jugendlichen werden auf diese Reise eingestimmt. Eine beratende Lehrerin bereitet sie auch mental gründlich vor. Versucht, die Verbindung zwischen damals und heute zu ziehen. Antisemitismus wird es immer geben. Israel wurde als Konsequenz aus dem Holocaust gegründet. Antisemitismus gibt es überall. Die Zeitungen sind voll davon, in Europa und anderswo. Ihr seid Juden, ihr werdet als Nächste in die israelische Armee eingezogen. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Geheimdienstleute sind dabei, um den Kontakt mit Leuten vor Ort zu verhindern. Ihr werdet dort auf Menschen treffen, die uns nicht mögen. Ihr werdet es merken. Selbst heute noch können sie uns nicht leiden. Das macht uns so besonders. Keiner kann uns leiden und wir sind stolz darauf. So werden wir erzogen. Wir wissen, dass wir gehasst werden. Wenn du als Kind schon weißt, dass du gehasst wirst und weißt, was damals im Holocaust mit deinen Vorfahren passiert ist, dann entwickelst du Wut auf die anderen. Leid, Wut, sogar Hass. Alle hassen uns Juden. Damit wachsen wir auf. Mit Hass und Antisemitismus. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das mal nicht gegeben hat. Das wird bestimmt die Israelin in mir stärken, die Jüdin. Yediot Achronot ist die einflussreichste Zeitung in Israel. Ich bin neugierig, die Journalisten kennenzulernen, die die Artikel über Antisemitismus schreiben, die ich jeden Tag lese. Ich weiß, es klingt seltsam, aber er ist überall. Frankreich ist antisemitisch, Deutschland auch. Südamerika ist immer noch antisemitisch und natürlich die muslimischen Länder, eigentlich alle. Litauen ist antisemitisch geblieben,
Alle anderen baltischen Staaten auch. Auch im Westen. England ist antisemitisch. Der Bürgermeister von London ist erklärtermaßen Antisemit. Sie sind alle antisemitisch. Manche machen mehr Krach, andere weniger. Warum muss ich objektiv sein? Sie waren doch auch nie objektiv zu uns. Was soll das Ganze also? Aber als Journalist? In diesem Fall gibt es den Journalisten nicht. Das ist Ihre Nummer. 172345. Die vergessen Sie nie. Ich lebe seit 65 Jahren damit. Mein Vater war in Auschwitz I, ich in Auschwitz III und meine Mutter in Auschwitz II, Birkenau. Noch ist über 80. Er sorgt dafür, dass die nächste Generation von Reportern genauso engagiert ist wie er. Ein Rückgang bringt weniger Nachrichten? Ja, weniger. Und ein Anstieg ist gut? Ein Anstieg ist schlecht, aber gut für die Zeitung. Woher sind die Zahlen? Aus einer Untersuchung der ADL in Amerika. Das hat einen besonderen Platz in der Zeitung verdient. Die Schlagzeile in der israelischen Zeitung war besorgniserregend. Ich will wissen, wie die Anti-Defamation League den Antisemitismus bekämpft. Where is everybody? Where's the secretary? Thank you. They're gonna come in. Thank you. Hello. Hello. Have a seat and say hello. Introduce yourself. Yeah. Joel Levy. Hello, Yoav. Yoav, very nice to meet you. Let me give you a card. Thank you. Okay. No? Du brauchst das Hemd gar nicht aufzumachen. Das ist ein Arbeitstreffen. So the reason I'm asked to sit with both of you is what looks like. Ich wollte mit euch über den Anstieg der antisemitischen und rassistischen Vorkommnisse reden. New York scheint der Mittelpunkt zu sein. Es gerät jedenfalls immer mehr in den Fokus. Wie seht ihr die Sache? Ich habe mich oft mit der Polizei und auch dem Bürgermeister getroffen. Es gibt eine Welle, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es an der Jahreszeit liegt oder an den kommenden Präsidentschaftswahlen. Haben Sie denn genügend Kapazität, um dagegen vorzugehen? Nein, wir werden jeden Tag mit diesen Dingen überschüttet. Ein sehr großes Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Die Untersuchungen der ADL aus den letzten Jahren verzeichnen etwa 1500 antisemitische Vorkommnisse pro Jahr in den USA. Ich hoffe, Joey Levy kann mir einen Fall nennen, den ich zurückverfolgen kann. Ich würde gerne einen Fall zurückverfolgen. Jeder Film braucht einen roten Faden. Wenn Sie mir einen Fall nennen könnten, wäre das toll. Wir sehen die Meldungen der letzten Wochen durch, ob etwas Passendes dabei ist. Aus den letzten Wochen haben wir einen Fall, in dem jemand zu den jüdischen Feiertagen nicht freibekommen hat. Dann ein Lehrer, der zu Shavuot nicht freibekommen hat. Hier ist ein Krankenpflegeschüler, der auch Probleme hatte, freizukriegen. Dann hatten wir einen Anruf von jemandem, der sich über eine Website mit antisemitischen Bemerkungen beklagt. Ein anderer beschwert sich über einen Artikel in einer Zeitung, der seiner Meinung nach antisemitische Untertöne hat. Das war's wohl. Das sind die Vorkommnisse, die wir hatten. 5 in den letzten 2 Wochen, das kann man nie vorhersagen. Für mich ist jedenfalls nichts dabei. Aber Joey Levy versucht weiter, einen Fall für mich zu finden.
looking for is an incident that they might be able, and they will do all the contact work, but an incident they might be able to follow to actually see something that has happened, to go to the site, to talk to people there, to show what has happened, the impact on them, how we interact with all of that and so on. Der Abgeordnete Hickind hat viele jüdische Wähler in Brooklyn. Und er hat einen Fall für mich. You know, I had a very interesting case. Ich hatte letzte Woche einen sehr interessanten Fall. Eine Frau war auf einem Begräbnis mit Tausenden von Leuten. Sie hörte, wie ein Polizist am Telefon sehr abfällige Bemerkungen über Juden machte. Die Frau war also beim Begräbnis, als sie das hörte. Sie hat sich so darüber aufgeregt, dass sie mir einen Brief geschrieben und mich angerufen hat. Sie hat mich angerufen. Ja, ja, ja. Okay. Ist das der einzige Brief? Ja. Okay. You want me to read part? Soll ich ihn vorlesen? Ich hörte ein Gespräch, das ein Polizist auf seinem Handy führte. Er sagte, und zwar so laut, dass ich es gut hören konnte, obwohl ich weiter weg stand, also er sagte, ich muss diesen jüdischen Scheiß hier noch zu Ende bringen. Entschuldigen Sie bitte meine Wortwahl, aber es ist ein Zitat. Ich fühlte mich so angegriffen von dieser vulgären Sprache und so weiter. Ich habe dafür gesorgt, dass der Polizist die Frau anrief und sich entschuldigte. Hickind fand den Fall gut, aber der Polizist durfte nicht mit mir reden und die jüdische Frau war zufrieden. Der Polizist hatte sich entschuldigt. Mir wurde klar, dass es dauern konnte, einen geeigneten Fall zu finden. Und die Jugendlichen in Israel waren abflugbereit, also reiste ich mit ihnen nach Polen. Der Mann mit dem verfremdeten Gesicht gehört zum israelischen Geheimdienst. Seine Identität muss geheim bleiben. Im heutigen Polen fällt es schwer, sich vorzustellen, wie es vor 60 Jahren war. Die Reiseleiter sind jedoch bemüht, den Kindern das Leben unter dem Nazi-Regime nahezubringen, sie es fühlen zu lassen. Jasmin, ati mibkhinatenu amodel shel ima shel Danka, ati kansi mitachat la madregot sham liad ha'etzim ve anachnu netzalem otach. Eta yalda b'shem Danka, sheita gara kan, okay, ve hagermanim hayu zorkim po et hayudim mehachalon. היו זורקים אותם, ואתה יודע, היו מתחבאים. אז לפי מה שהבנתי, אימא שלה נתפסה, והיא ניצלה. מה היו עושים הגרמנים? היו זורקים אותם מהחלון פה, אתה רואה? כן? היו זורקים אותם, ואת החפצים שלהם, והיו מחפשים אותם, כן. הם היו מתחבאים מתחת לרחובות ובארונות. אני כאילו דנקה. בגטו לובלין. גטו יהודי בעיר לובלין. ישראל? כן. לא תמוך בישראל, אני אתם גדש פה פוגינסקו. יא משם שסכין נסתשתי. תו גדו, ישראלציאני? פתאם שסכון. אדופטרו יק פגיעם שישראלה, לא תו פגיעם שאתה. אנגליש. הוא מדבר רעות על ישראל, הוא אמר שאנחנו כלבים. הבנתי. בואי כבר, את מדברת עם אחד כזה. רוני, weißt du, wer das ist? Der Sicherheitsbeamte. Und was macht er? Er passt auf uns auf. Wegen des Antisemitismus. Damit uns niemand was tut.
Glaubt ihr denn, dass was passieren könnte? Ja. Gerade heute Morgen haben wir drei alte Männer getroffen. Sie saßen auf einer Bank und haben gehört, dass wir aus Israel sind. Sie haben schlimme Sachen zu uns gesagt. Beinahe wäre es zu einer Rauferei gekommen. So was haben die nicht gesagt? Nein? Nein. Doch? Nein. Auch wenn die Tage hier in Polen lang und anstrengend sind, abends, wenn sie ins Hotel kommen, haben die Jugendlichen immer noch Energie. Warum geht ihr nicht aus? Wir sind müde. Also ich bin nicht müde. Ich würde schon gern ausgehen. Aber es gibt Nazis hier in Polen. Die sind eine Bedrohung und wir in Gefahr. Sie könnten jederzeit an die Türe kommen oder durch die Fenster Sachen ins Zimmer werfen. Beim Abendessen haben sie gesagt, dass wir hier in einem ziemlich feindlichen Land sind. Es gibt Demonstrationen und sie werfen Steine und so. Vor 2 Wochen sind betrunkene Neonazis ins Hotel rein und haben an die Türen gehauen. Auf der Suche nach Juden. Das haben sie uns beim Essen erzählt. Wer hat das gesagt? Der Typ vom Geheimdienst, der ist echt schräg. Wir essen gerade und plötzlich redet er von Neonazis und so einem Zeug. Wir waren alle geschockt und konnten nichts mehr essen. Es ist nur zu unserer Sicherheit. Wir dürfen nicht ausgehen. Nach dem Abendessen müssen wir auf unsere Zimmer gehen. Warum? Sie sind Antisemiten. Sie können uns nicht leiden. Die Soldaten bei der Ankunft am Flughafen, die gehen wie Nazis, ganz steif. Und alle schauen so böse. Die, die unsere Pässe abgestempelt haben, sahen aus wie SS-Männer. Während die Jugendlichen in Polen zumindest glauben, Antisemitismus zu begegnen, erzählt mir jemand von einem realen Fall in Brooklyn, der etwas für meinen Film sein könnte. Der Schulbus einer jüdischen Schule, in dem viele jüdische Kinder saßen, ist mit Steinen beworfen worden. Einer flog durch die Scheibe knapp an einem schlafenden kleinen Kind vorbei. Ein zweiter Stein flog durch ein anderes Fenster und verpasste nur knapp 2 Kinder. Mütter hatten den Vorfall beobachtet und gaben den Beamten Beschreibungen der Täter. Eine Gruppe schwarzer Jugendlicher im Alter zwischen 10 und 12. Hatten sie Angst? Um die Kinder, mehr als um mich. Sie haben ein lautes Geräusch gehört. Ein lautes Geräusch und 2 Fenster. Hinten? In der Mitte, auf der Seite. Die Kinder haben geschrien. Nein, waren sie leise? Sie haben im Bus geschlafen. Sie waren auf dem Nachhauseweg. Crazy, huh? Crown Heights ist ein Viertel, in dem Juden und Schwarze leben. Schon 1991 gab es Spannungen, die zu den Crown Heights-Unruhen führten. Sie dauerten 3 Tage. Viele Menschen starben. Das ist Benjamin Lifschitz, der Lokalreporter von Crown Heights. Er hat als erster über den Vorfall berichtet. I'm not a poster boy. I'm not a big strong guy. Da sind die Steine in den Bus geflogen. Moment, noch mal zurück. Die meisten Verbrechen in Crown Heights richten sich also gegen Juden? Juden waren in der Geschichte schon immer ein leicht zu treffendes Ziel. Wir waren in so vielen Fällen die Opfer. Völkermorde, Katastrophen und im Holocaust. Holocaust and everything. It's just
Immer waren wir die Opfer. Wenn ein Schwarzer zwei auf der Straße sieht, einen Schwarzen und einen Juden, wird er nie den Schwarzen überfallen. Denn bei dem weißt du nie, was ist das für einer? Hat er eine Pistole dabei? Den Juden anzugreifen ist viel einfacher. Deshalb gehen wir auch lieber zu zweit und nachts sowieso nicht allein auf die Straße. Ich hatte das Gefühl, ich sollte auch mit den Schwarzen reden. Ich wollte wissen, wie sie über Antisemitismus denken. Jemand hat mir gesagt, wenn zwei auf der Straße gehen, ein Jude und ein Schwarzer, und jemand will sie ausrauben, dann wird er den Juden nehmen, denn der ist die leichtere Beute. Falsch. Sie nehmen den Schwarzen. Wenn du bei dem Juden erwischt wirst, kriegst du eine höhere Strafe. Überfall auf eine andere Rasse, da geben die Richter höhere Strafen. Deshalb beklauen sich die Schwarzen hauptsächlich untereinander. Aus ganz praktischen Gründen. Ja, da sind wir ganz schön schlau. Und ganz im Ernst, einen Juden ausrauben, warum solltest du das machen? Die haben doch eh nie was Lohnendes dabei. Vor allem die hier leben, das sind einfache Leute, die haben nichts. Und wie willst du dir den Juden ausgucken? Die sehen doch alle gleich aus. In den 35 Jahren, die ich hier lebe, ist noch kein Jude ausgeraubt worden. Aber es gibt schon Probleme zwischen Juden und Schwarzen, oder? Probleme eigentlich nicht. Es geht um Bevorzugung. Sie werden von der Polizei besser behandelt. Wenn ich einen Streit mit einem Juden habe, geht die Polizei auf mich los. Nie gegen die Juden. Sie denken sofort, ich bin der Angreifer. Für sie sind die Juden viel heiliger als wir. Noch was. Sie sollen ja das auserwählte Volk sein. Aber sie sind die Ersten bei der Sozialhilfe, kriegen immer besondere Deals, immer die größeren Rabatte oder sonst was. Sie kennen sich einfach aus mit dem System. Oft haben sie eigentlich genug Geld, aber sie schaffen es trotzdem noch, Sozialhilfe oder Zuschüsse zu kriegen. Egal, was es gerade gibt, sie können sicher sein, die Juden haben als Erste den Dreh raus. Sie sind Teil des Systems, mit dem die da oben durch Fernsehen und Medien unsere Gedanken kontrollieren. Das stimmt. Das Buch Die Weisen der Protokolle von Zion, da geht es um sowas, dass die Juden Fernsehen und Medien nutzen, um die Welt zu kontrollieren und die Macht zu übernehmen. Wer hat das nochmal geschrieben? Ein Russe, glaube ich. Also unbedingt lesen. Die Weisen der Protokolle von Zion. Das zeigt euch, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Es heißt zwar, es ist eine Fälschung, aber wenn du es liest, dann fügt sich alles zusammen. Die Protokolle der Weisen von Zion beschreibt, wie eine Gruppe alter Juden eine Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft plant. Das soll ein antisemitisches Buch sein. Es ist schon antisemitisch, aber auch wieder nicht. Es ist nicht antisemitisch. Die Leute reden von Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Nur weil einer die Wahrheit sagt, heißt das nicht, dass er antisemitisch ist. Weil es nicht positiv für die Juden ist? Es ist nicht antisemitisch. Da ist einfach nur jemand ehrlich mit uns. So ist es Schluss, Ende aus. Also, dass das klar ist. Die Protokolle der Weisen von Zion. Ein Jude soll es geschrieben haben. Da kann es ja nicht antisemitisch sein. Das Buch ist ein Schwindel. Das hat es nie gegeben. Ein Haufen Leute, die sich zusammensetzen, um die Welt zu regieren. Das ist doch Schwachsinn. Schwachsinn? Ja, es ist nicht wahr. Das Buch ist ein einziger Schwindel. Das ist kein Schwachsinn. Das ist doch wie bei der UN. Da sitzen auch ein Haufen Leute zusammen und regieren die Welt. Ist das etwa Schwachsinn? Da gibt es ja wohl einen Unterschied. Sie haben ein paar ziemlich harte Dinge über die Juden gesagt. Darf ich jetzt mal ausreden? Könnte es da nicht sein, wenn euch Juden auf der Straße begegnen und Angst haben, könnte es dann nicht doch sein, dass ihr... Da sind wir doch wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Sie kennen uns nicht. Sie hat es dir doch gesagt. Sie sondern sich von uns ab. Also, wenn man jemanden nicht kennenlernen will... Sie versuchen, das Gespräch zu manipulieren. Nein, ich stelle nur eine Frage. Stimmt nicht. Wir haben doch schon gesagt, dass es keine Probleme gibt. Wir könnten ja auch Angst vor Ihnen haben. Es gibt Missverständnisse und Fehlverständnisse.
fehlende Kommunikation. Und wie sollen wir denn wissen, ob wir vor ihnen sicher sind? Nach dieser Begegnung ist mir klar, dass so eine gemischte Wohngegend viel Spannung in sich birgt, die leicht entflammbar ist. Ich will mit Rabbi Hecht reden, einem der Sprecher der jüdischen Gemeinde und Menschenrechtsbeauftragten der Stadt New York. Even the attack on the school bus. Not every time. Auch der Angriff auf den Schulbus. Nicht jedes Mal, wenn jemand einen anderen als jüdischen, was weiß ich was, oder schwarzen, was weiß ich was, beschimpft, heißt das, dass er ein echter Rassist ist oder es wirklich aus Antisemitismus tut. Wenn 5 Verbrechen geschehen und 5-mal sind Juden und Schwarze involviert, warum soll das Antisemitismus sein? Selbst wenn ich das jüdische Kind geschlagen habe, weil ich weiß, dass es sich nicht wehrt, oder ich der weißen Frau, die Jüdin ist, das Portemonnaie geklaut habe, weil ich weiß, dass sie leichte Beute für mich ist, ist das doch trotzdem kein Antisemitismus. Es sei denn, man will den Kerl für längere Zeit hinter Gitter bringen, weil er sich eine schwache Frau als Opfer ausgesucht hat. Ich finde, das geht zu weit. Viele der Vorfälle, die der ADL gemeldet wurden, sind orthodoxen Juden passiert. Sie sind besonders auffällig. Umso mehr überraschte mich Rabbi Hechts Einschätzung. Eins muss ich schon sagen. Ich werde hellhörig, wenn jemand Geld an einer ganz bestimmten Situation verdient. Ein Filmteam, das sein Geld damit verdient, Blut zu zeigen. Da werde ich jedes Mal misstrauisch, wenn sie mir Blut zeigen. Und wenn sich jemand über den Antisemitismus definiert, dann werde ich vorsichtig bei seinen Berichten. Sind sie wirklich korrekt? Er muss hier ein Problem schaffen, sonst ist sein Job gefährdet. Heißt das, dass die ADL keine vertrauenswürdige Organisation ist? Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. Lassen wir es dabei. Ich bin politisch korrekt. Aber im Ernst. Natürlich ist die ADL in einigen Bereichen dafür verantwortlich, dass die Dinge hochgekocht sind, so wie sie in anderen Situationen geholfen hat. So, und damit bin ich endgültig auf der schwarzen Liste der ADL. Und Abe Foxman wird nicht mehr zum Abendessen kommen, aber was soll's. Besonders wichtig sind der ADL ihre internationalen Missionen. Abe Foxman hat mir erlaubt, bei einer dabei zu sein. Jedes Jahr begleiten Vorstandsmitglieder und ausgewählte Spender der ADL Abe Foxman auf einer solchen Reise. Sie treffen Staatsoberhäupter, Politiker und andere einflussreiche Leute. Alles im Kampf gegen Antisemitismus. Es ist fast wie bei einer Pauschalreise. Allerdings werden nicht nur Touristenattraktionen besucht, sondern man kämpft mit Abe Foxman direkt und aktiv gegen den Antisemitismus. You have to debate what is proportionate when someone attacks you. You are serious people and you're here for serious business and you're going to see the Holy Father and everything the ADL does is serious business. Unsere Polizeieskorte macht mir bewusst, mit was für wichtigen Leuten ich unterwegs bin. We're seeing the Pope tomorrow. Brody Friday. Good job. I can tell you that this is wow. Beautiful. How gorgeous. Mich interessiert, wie Abe Foxman es schafft, all diese wichtigen Leute zu treffen. Warum sollten Botschafter, Politiker und Regierungschefs ihn treffen wollen? Es liegt an ihrer Einschätzung der Macht der jüdischen Gemeinschaft, was wieder ein Zeichen von Antisemitismus ist, ein schmaler Grat. Sie schätzen uns mächtiger ein, als wir sind. Ich habe schon immer gesagt, wir Juden sind weder so mächtig, wie wir meinen, noch wie unsere Feinde denken. Es liegt irgendwo dazwischen. Alle hier glauben, dass wir großen Einfluss in Washington haben und davon werden wir sie auch nicht abbringen. Also, wie sollen wir dieser finsteren, konspirativen Sichtweise von uns Juden begegnen, ohne uns ihrer auch zu bedienen? Wenn zum Beispiel die Generalversammlung der UN zusammentritt, treffen wir dort 40 Staatsoberhäupter und Außenminister. Warum?
Ich glaube, ich hab's kapiert. Es ist wie beim Pokern. Foxman blufft, damit die anderen denken, die Juden hätten mehr Einfluss in Washington, als sie haben. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Vorstellung von mächtigen Juden Neid und Hass hervorrufen kann. Foxman hat sehr enge Verbindungen zur israelischen Regierung. Israel vertraut bei der Einschätzung des weltweiten Antisemitismus auf Foxman. Und für einen jüdischen Staat steht Antisemitismus immer auf der Tagesordnung. Hi Abe, I wanted to ask you since we met last about the issue of Venezuela, because I heard voices kind of saying it's not so bad, and Latin America is not so bad, but I'm not convinced. And the question you have good reason not to be convinced. You have good reason. It is getting worse. Right. And little by little, as long as oil money works. I'm told that by our experts, it's the only, except for Iran, it's the only government propagated anti-Semitism today around the world. It's formally. Right. This is first quite scary. Within the country and then outside. So are you pressing in any way? We've talked to Jesse Jackson, who has a relationship, but it's not for camera, but there are other plans. We'll talk about it in a minute. So it is. We have a very beautiful view from here. Beim Treffen mit dem Sonderberater des ukrainischen Präsidenten Juschtschenko begreife ich, wie Foxman vorgeht. Die ukrainische Regierung will sich aus der russischen Umklammerung lösen und ihre Verbindungen zum Westen, insbesondere zur USA, intensivieren. Sie glauben, die Juden könnten ihre Verbündeten im US-Kongress sein. We come to celebrate your democracy, but we also come with mixed feelings. The history of the Jewish people in this country is primarily one of tragedy. We would like to see a more active, a more aggressive approach to dealing with issues of anti-Semitism. It took a long time. Foxman kritisiert den Vergleich zwischen dem Holocaust und der Hungerkatastrophe der Ukraine vor dem Zweiten Weltkrieg. The one thing that you need to be sensitive about is not to link it with the Holocaust. Be careful that it not be played as your genocide, our genocide, because that will be counterproductive on all sides. We, of course, respect Holocaust, and I understood your message, and we try to be very, very diplomatic. Here it is. Die Art, wie Foxman dieses Treffen geführt hat, hat mich sehr beeindruckt, aber auch nachdenklich gestimmt. Er hat ihn unter Druck gesetzt. Was hat er gemacht? Ihn unter Druck gesetzt. Ja, natürlich. Macht er das immer so? Sicher. Of course. Ich verstehe nicht, warum man an Geschehnisse vor 60 Jahren erinnern muss, um etwas gegen den Antisemitismus heute zu tun. Um das effektiv zu bekämpfen, muss man Verantwortung für die Vergangenheit übernehmen. Dann erst kann man im Heute ankommen und nach vorne schauen. Wenn Sie sich mit Ihrem Mann streiten, benutzen Sie auch schon mal Druckmittel, um was zu erreichen? Sie meinen, ich erinnere ihn an alles, was seine Mutter gemacht hat und so. Nein, das ist nicht die Art der amerikanischen Juden. Ich weiß nicht, wie das bei euch israelischen Juden ist. Wir würden ihm Schuldgefühle machen. Ja, genau, die Karte müssen wir spielen. Ich habe gefragt, ob sie in einem Streit Druck ausübt, um ihr Ziel zu erreichen. Aber sie hat Nein gesagt. Ich habe immer Unrecht und sie hat Recht. Vergesse ich jemals die Vergangenheit? Niemals. Suzanne kann mir heute noch Fehler von vor 20 Jahren vorhalten. Wir streiten uns und plötzlich heißt es, vor 20 Jahren hast du das und das gemacht. Halt mal, warum wohl?
weil er für sein Verhalten niemals Verantwortung übernommen hat. Und nützt das Schuldgefühl, das sie ihnen macht? Nein. Vielleicht ist dann auch hier der Hinweis auf die Schuld nicht die richtige Lösung. Wir sollten ihnen besser sagen, lasst uns Freunde sein. Wir wollen die Vergangenheit nicht vergessen, aber wir sind ein wenig moderater. Da stimme ich Ihnen zu. Die Schuld der Väter soll nicht auf die Söhne übergehen. Das stimmt schon. Das denke ich auch. Man darf es nicht vergessen, aber man sollte auch nicht die ganze Zeit darauf herumreiten, wie das manche tun. Es muss gemäßigter sein. Aber die ADL strapaziert das Thema ganz schön. Nein, wir sind moderat. Die ADL geht es schon hart an. In jeder Rede. Ich nehme das auf. Er filmt, also sei vorsichtig. Ich rede doch gar nicht mit ihm. Sind Sie vom Geheimdienst oder was? Schalten Sie das ab. Abe ist ein Holocaust-Überlebender, ich nicht. Ich war glücklicherweise schon in den Staaten. Ich bin nicht so leidenschaftlich, glauben Sie mir. Schon leidenschaftlich, aber nicht so sehr, verstehen Sie? Ich kann Abes Sensibilität als Holocaust-Überlebender verstehen. Und es rührt mich, wie die ADL-Mitglieder ihn unterstützen. Aber ich will einen Film über Antisemitismus heute machen. Deshalb gehe ich auf eigene Faust einer Geschichte nach, die ich in der Zeitung gelesen habe. In Moskau ist ein Mann mit einem Messer in eine Synagoge gestürmt und hat auf Menschen eingestochen. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Diese Messerstecherei erinnert auf schockierende Weise daran, wie Antisemitismus aussehen kann. Ich will die Mitglieder der Synagoge fragen, wie sie ihre persönliche Sicherheit einschätzen. In Israel heißt es, hier gäbe es viel Antisemitismus. Wo? Hier? Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir haben hier sowas nicht. Verstehen Sie? Und warum sagen die Leute das? Viele Juden sind doch selbst schuld. Zum Beispiel arbeitet einer schlecht in der Fabrik. Also wird er nicht befördert, keine Karriere. Das kommt, weil ich Jude bin, sagt er. Aber ich bin Cheftechniker in der Fabrik und auch Jude. Wie passt das zusammen? Warum heißt es, dass es in Russland viel Antisemitismus gibt? Die Leute müssen doch was sagen, um sich zu rechtfertigen. Sie schieben alles Schlechte, das ihnen passiert, darauf, dass sie Juden sind. Irgendwann gehen sie nach Israel. Und warum geht dort nicht plötzlich alles besser? Das begreife ich nicht. Wieso fühlen sich diese religiösen Juden, die jeden Tag in die Synagoge gehen und leichte Ziele für Antisemitismus sind, gar nicht so bedroht? Ich suche die Antwort bei Rabbi Bleich in Kiew. Es ist eben so. Weltliche Juden sorgen sich mehr um Antisemitismus als religiöse. Für sie ist Antisemitismus Teil des Jüdischseins. Für einen orthodoxen Juden ist das nicht so. Auch der Kampf gegen den Antisemitismus gehört für ihn nicht dazu. Jüdisch sein bedeutet für ihn, das Judentum zu leben. Es gibt kein göttliches Gesetz, wer jüdisch ist, muss gegen Antisemitismus kämpfen. Aber vielen jüdischen Gemeinden auf der Welt bedeutet der Kampf gegen Antisemitismus ungeheuer viel. Das sind allerdings sehr oft keine praktizierenden Juden. Sie erleben ihre jüdische Identität im Kampf gegen Antisemitismus und wollen so der jüdischen Gemeinschaft helfen. Für Rabbi Bleich war es also eine Frage der Identität. Ich möchte wissen, ob Suzanne und Harvey Prince ihm dazu stimmen. Das können Sie jetzt nicht aufnehmen. Ich denke, dass uns die ADL hilft,
unsere jüdische Identität zu stärken. Wir sind nicht orthodox und haben kein religiöses Leben. Die ADL bietet ein Forum, in dem wir jüdisch sein können. Sie ist zu 99,9% jüdisch und gibt dir die Gelegenheit, dich jüdisch zu fühlen, jüdische Themen zu behandeln und unsere jüdische Identität zu stärken. Babi Yar. In dieser Schlucht außerhalb von Kiew wurden im September 1941 innerhalb von 2 Tagen 33.771 Juden umgebracht. I think the worst thing for me standing here is that it could happen today. Yeah. Oh God. I agree. Yeah. I can see people being marched out of Kiev and shot. Marilyn, by some people who would decide that's the thing to do. That's right. Maybe they do it to gays, maybe they do it to That's why we have to support Israel. Israel's our insurance policy. If it was a question of the continuing existence of Israel, would you move to Israel? Yes, in a minute. Good for you, I tend to say. In a minute. Because as far as I'm concerned, without Israel, there isn't a safe Jew in the world. That's the way I feel. I agree. So you have two people who immediately move to Israel if you have a problem. Right. If Israel needs... You have two people right there. I joined the army. They wouldn't take an old lady, but I would be there. So I'd roll bandages. Asking, I don't know. He's asking a question, the journalist. Does that mean that you're more loyal to Israel then? No, of course not. That's right. So how of course does it, how, not. How do you like coexist these two notions? How do I like what? How these two notions coexist? The fact that... Easy. You love your children, you love your husband. You love your friends. Equally. You love your children more than you love your husband? Of course not. Sometimes. But you might die for your children before you would die for your husband. It's like the question that you might. If you were in a life Israel is the husband or the kids? I'm sorry? Israel is the husband or the kids? The kids. The kids. The kids. Yeah. The kids. The love for Israel is love for a child. There's a love for a child that different than a love for a husband. There's nothing like a love for a child. It's a much more protective. Right. No, it's a much more, Für diese ADL-Mitglieder ist Israel ein Kind, das Unterstützung braucht. Aber es ist auch ihre Lebensversicherung, falls noch einmal etwas Schreckliches passieren sollte. Im Moment macht sich die Versicherung in Gestalt von Teenagern auf den Weg ins KZ Majdanek. השלב הבא של תשומת הלב, אנחנו מגיעים למיידניק. Jetzt fängt es richtig an. Jetzt kommen die harten Sachen. Bisher waren wir in Synagogen und so. Jetzt werden wir sehen, wie sie ausgerottet wurden, die Krematorien. Das wird hart. והייתה שם מפקדת של הפלד, שקראו לה בריג'יט עצמאת אדם.
בריג'יט עצמת אדם הייתה הולכת, רוכבת על גבי סוס, באזור המקסים הזה של לובלין, עם שוד ברזל שמחובר אליו כל מיני ברזלים ו... כאילו, כמו שאתם רואים לפעמים בסרטים של המלחמות. ופשוט עוברת על גבי הסירים ומכה אותם. סתם ככה? סתם ככה. אוקיי? בריג'יט עצמת אדם שהייתה מפקדת זה. עכשיו, כמו שהסברתי קודם, שליש מהנרצחים פה נרצחו בגז, ושני שליש, פחות או יותר, נרצחו על ידי התנאים שהם היו צריכים לחיות פה. לכו על זה. שכן, נהיה לכם. עדי, כנסים, נזכרו את הדרך. Worüber redet ihr? Wir sind von uns enttäuscht. Es ist so schwer zu begreifen. Ich sehe es, aber ich kann es nicht verstehen. Es fällt immer noch schwer, es zu verstehen. Du siehst es, aber du kannst es dir nicht vorstellen. Wir fühlen uns schuldig, weil wir nicht davon ergriffen sind. Es sieht so aus, als ob wir alles zu leicht nehmen, aber das stimmt nicht. Auch ich war das erste Mal in Majdanek und konnte nachvollziehen, was sie meinten. Das Grauen war kaum zu verarbeiten. Aber die Jugendlichen konnten nicht akzeptieren, dass sie es nicht fühlten, obwohl man sie doch so lange vorbereitet hatte. Ich finde, ein Reiseführer bei sowas muss in der Lage sein, die Menschen zu bewegen. Ich bin einfach noch nicht so weit, noch nicht richtig. Das ist in Ordnung. Ich weiß, das hier ist erst der Anfang, aber... Lass dir Zeit. Du musst dich nicht schlecht fühlen, weil es dir keinen Schauer den Rücken runterjagt. Ich fühle mich mies, weil ich noch nicht genug ergriffen bin. Du hast viel erlebt hier. Lass dir Zeit. Nur darum bitte ich dich. Ich gebe euch einen Tipp. Folgt dem Mädchen. Bleibt an ihr dran. שימש לדישון אחר כך לגרמנים. הם ניצלו את היהודי. מי העבודה שהוא נכנס במחנה העבודה? All das unfassbare Leid, das man meinem Volk angetan hat. Vielleicht, so kommt mir in den Sinn, kann uns danach das Leid der anderen nicht mehr viel bedeuten. Ich will wissen, ob die Jugendlichen das auch so sehen. Vielleicht ist das wirklich unser Problem. Unsere Reizschwelle ist zu hoch. Wenn wir im Fernsehen sehen, wie die Häuser von Arabern in Flammen aufgehen oder von der Armee zerstört werden, dann sagen wir, das ist doch nicht so schlimm. Wir haben Schlimmeres erlebt. Sie haben uns in Züge verfrachtet und gezwungen, andere Juden zu töten. Ich glaube, dass... Wenn ich es im Fernsehen sehe, macht es mir nicht viel aus. Ich sage mir, na und, die Araber haben doch noch viele Häuser. Nofar ist nicht die Einzige, die den Holocaust in einen heutigen Kontext stellt. Professor Norman Finkelstein von der Universität in Chicago hat ein Buch geschrieben, Die Holocaust-Industrie. Ein Vorwurf an jüdisches Establishment, den Holocaust zynisch für die eigenen politischen Zwecke zu benutzen. Dr. Finkelstein, you have some visitors? Whenever Israel faces a public relations debacle, jedes Mal, wenn Israel in den Meinungsumfragen schlecht dasteht oder unter Druck gerät, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen, holt man den Popanz des neuen Antisemitismus aus der Kiste. Die eigentliche Definition des Wortes lautet irrationaler Hass auf Juden, einzig aus dem Grund, weil sie Juden sind. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um Feindseligkeit gegenüber dem Staat, der sie repräsentiert und der ziemlich brutale Gewalt anwendet. In quite brutal violence.
Ich glaube schon, dass viele Leute, denen ich begegne, eine Art tief sitzendes, ungutes Gefühl uns Juden gegenüber haben. Aber hat das substanzielle Auswirkungen auf mein Leben? Die Antwort lautet nein. Es ist doch pathologischer Narzissmus. Eine Art Nabelschau, wenn man die reichste, wohlhabendste und erfolgreichste ethnische Gruppe in den USA ist, einem also die Welt auf dem Silbertablett serviert wird und man sitzt herum und redet von Antisemitismus. Ich finde das beschämend. Als ich Finkelstein zum ersten Mal interviewe, ist mir nicht klar, was für eine kontroverse Figur er in den Augen des jüdischen Establishments ist. Finkelstein, der Sohn von Holocaust-Überlebenden, hat den Ruf, an sich selbst hassender Jude zu sein, ein Holocaust-Leugner und Verrückter. I know if you Google Norman Finkelstein and Holocaust denier. Wenn Sie heute Norman Finkelstein und Holocaust-Leugner googeln, kriegen Sie ungefähr 10.000 Treffer. Also wenn ich ein Holocaust-Leugner wäre, wenn ich es wäre, müsste ich anerkanntermaßen verrückt sein. Wenn man bedenkt, wer meine Eltern waren, müsste ich als Holocaust-Leugner wirklich klinisch verrückt sein. Das müssen Sie nun selbst beurteilen. Sie teilen vielleicht meine Auffassungen nicht, aber haben Sie den Eindruck, ich sei klinisch verrückt? Wenn Sie das nicht glauben, dann müssen Sie sich fragen, warum 10.000 Websites das behaupten. Es ist immer wieder die Rede vom neuen Antisemitismus, der im Zusammenhang mit Israel steht. Einige Juden außerhalb von Israel sagen, Israel sei die Ursache für den Antisemitismus, den wir erleben. Das ist meiner Meinung nach Unsinn. Das sagen unsichere Juden, die Israel als Entschuldigung benutzen. Damit wollen sie die Tatsache, dass es Antisemitismus gibt, legitimieren. An vielen Orten auf der Welt ist Antisemitismus nicht akzeptiert, nicht in Ordnung. Aber wenn man ihn tarnen, ihn mit einem politischen Diskurs verknüpfen kann, dann tut man das. Jedes Mal, wenn es zu einem Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und jemand anderem dort kommt, gibt es plötzlich mehr Antisemitismus. Warum? Weil die Antisemiten sich dann aus ihren Löchern trauen. Endlich können sie ihren Antisemitismus äußern, verkleidet als legitime und erlaubte Art der Kritik. In einem sind sich Foxman und Finkelstein einig. Die meisten antisemitischen Vorfälle sind neuer Antisemitismus. Nur, dass Foxman sagt, die Antisemiten benutzten Israel, um ihren Antisemitismus zu rechtfertigen, während Finkelstein diese Aussage für einen zynischen Missbrauch des Begriffs Antisemitismus hält. Und Finkelstein ist nicht der Einzige, der die ADL angreift. So today in America, there are two professors. Zwei Professoren in Amerika behaupten, die Juden seien zu Israel loyaler als zu den USA. Wer ist das? Mearsheimer und Wald. See, this is what Pat Mearsheimer and Wald. Mearsheimer and Wald. John Mearsheimer und Steve Wald sind Professoren aus Chicago und Harvard. In ihrem Buch Die Israel-Lobby behaupten Sie, dass es in den USA eine Lobby gibt, die die Politik Israels unterstützt, selbst wenn sie gegen amerikanische Interessen ist. Die ADL mache aus jedem Kritiker Israels sofort einen verkappten Antisemiten. Mearsheimer und Wald wurden von Peace Now, einer linken israelischen Organisation, nach Israel eingeladen. Ihr Vorsitzender ist Uri Avneri, früherer Parlamentsabgeordneter und Friedensaktivist. I was very happy that they accepted our invitation, that they agreed to come here. Actually, we were a little bit afraid in the beginning that there may be some difficulty to get them into Israel, especially after what happened to Professor Norman Finkelstein, who has been arrested and kept in prison, actually, and then deported. Steve and I have traveled all over the United States, and we've traveled all over Europe, talking about the lobby
I have honestly been struck by how little evidence we've come across of anti-Semitism. This is not to say that we don't run into lots of people who are critical of Israeli policy and shake their head at what the Israelis are doing. Glauben Sie, dass es für uns Israelis gut ist, diese Lobby hinter uns zu haben? Zuerst einmal müssen wir fragen, wer in diesem Fall uns ist. Die Lobby unterstützt die Rechte in Israel, von Olmert nach rechts. Ihr Favorit ist Bibi Netanyahu oder noch weiter rechts von ihm die extremen Rechten. Als wir eine linke Regierung hatten, war die Beziehung sehr schlecht. Ihr Enthusiasmus war plötzlich gleich null. Aber Ihr Kampf gegen Antisemitismus ist doch gut. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr, wer da wem nützlich ist. Nützen Sie uns oder nützen wir Ihnen? Diktieren wir Ihnen unsere Politik oder diktieren Sie uns Ihre? Und nichts davon bekämpft den Antisemitismus. Sie bekämpfen die Kritik an Israel. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. In den USA gibt es kaum Antisemitismus. Das ist ein Mythos. Das Phänomen des Antisemitismus existiert nur in den israelischen Medien und in den Köpfen der jüdischen hohen Tiere in der Welt. Die verdienen ihr Geld damit, gegen den Antisemitismus zu kämpfen. Wo gibt es Antisemitismus? Den Juden in den USA ist es nie besser gegangen. Heißt das, Antisemitismus ist eine israelische, eine jüdische Erfindung? Antisemitismus heute? In gewissem Sinne ja. Aufgrund der Geschichte haben alle Angst davor. Die Juden sind besonders verängstigt. Aber in den USA, wo die Juden so einflussreich und stark sind, haben sie Angst vor dem eigenen Schatten. Hinter jedem Baum lauert ein Antisemit. Schwachsinn. Das gibt es doch alles gar nicht. Gegen die Schwarzen, anti-arabisch, anti-muslimisch, anti-was auch immer. Aber Antisemiten, die muss man mit dem Vergrößerungsglas suchen. Und es gibt Leute, die wie Sherlock Holmes nach Antisemiten suchen. Abe Foxmans Sprecher, Ari Sullivan, ist der Letzte, den ich hier erwartet hätte. Was macht er hier? Look, Abe, they mentioned the ADL a couple of times in their talks, and like I told you, they were false, these things. And I went up to Walt, but he was crowned with people. I said, listen, I'm from ADL, Ariel Sullivan, and those two things you said about the ADL are incorrect. I got a lot of interest from the foreign press. I don't know about the Israeli media, though. Was it the Israeli media here? Ani Liga Neged Hashmatza. This is Kiro Kolosman, ADL, ADL. Lothana Liga. אני הדובר של הליגה. מי אתה? דובר את הארץ? כן, אתה מגוש. אני מגוש שלו? למה הבאתם אותו? את מי? את שניהם. זאת אומרת, למה הבאנו אותו? אנחנו חושבים שמה שהאנשים האלה עושים זה פשוט פעולה הכי מבורכת שיכולה להיות. לא לגבי השמצה או לא השמצה. לגבי אי פעם להגיע למצב נורמלי ומאוזן באזור הזה. יש לכם כסף להביא אנשים כאלה פה? כי אמרו לי שגוש שלום זה ארגון קטן, שולי כזה. אבל את הקצת כסף שיש לו, הוא מנצל לדברים החשובים ביותר. והדברים החשובים ביותר זה להגיע סוף סוף אי פעם לאיזשהו פיוס בין הפלסטינים לבין היהודים במזרח התיכון. והדרך היחידה לעשות את זה, זה לגרום שהמדיניות של מי שתומך בישראל, לא משנה מה היא עושה, שהמדיניות הזאת תתחיל להיות קצת יותר נורמלית. זה לא מקרה שהאנשים האלה הוציאו ספר שכל העולם רעש ורגש בגללו. Ob die ganze Welt wegen des Buchs in Aufruhr ist, weiß ich nicht. Aber das jüdische Establishment auf alle Fälle. Why do two such established credentials, respected academics engage in such a shoddy piece of work on what subject? In der jährlichen ADL-Hauptversammlung ist die israelische Lobby ein zentrales Thema. Und im israelischen Außenministerium findet eine zweitägige Konferenz statt. Hauptthema? Die israelische Lobby. Die Frage, ob Antisemitismus und Antizionismus dasselbe sind, beschäftigt alle. Und Experten und Redner aus der ganzen Welt sind sich einig.
Diejenigen, die Israel angreifen, sind in Wahrheit gut getarnte Antisemiten. Wir haben immer gedacht, dass unsere Feinde Verbrechertypen und Verrückte sind. Stattdessen sind es sanftwirkende Uniprofessoren, die uns erklären, dass wir in einem Apartheidstaat leben. Darauf waren wir nicht gefasst. Aber wenn jemand ein Feind des jüdischen Volkes ist, werden wir ihn mit allen Mitteln bekämpfen. Für uns, für unsere Kinder und für die Kinder unserer Kinder. Wir müssen so handeln und wir werden siegen. Nach zwei Tagen geschieht etwas, das man nur mit der Explosion einer Bombe vergleichen kann. Wenn uns ein Außerirdischer hier hören könnte, würde er meinen, es gäbe absolut kein Problem in der Westbank oder in Gaza. Dabei ist die Tatsache, dass immer noch Siedlungen gebaut werden und palästinensisches Land besetzt ist, einer der Gründe, warum Menschen auf der ganzen Welt zornig auf Israel sind. Und weil Israel nicht genug getan hat, um diese Besetzung zu beenden. Das ist jedenfalls ein Grund. Diese Besetzung kann nicht aufrechterhalten werden ohne Rassismus, ohne Gewalt und ohne die Demütigung der Menschen, deren Land man besetzt. Ich fasse es nicht, es sei denn, das war ironisch gemeint. David, yes. We appreciate your work. We invited you to speak. Yes. What you did today was a kind of a preaching about looking for human rights that we don't have. This is more or less what you said. There are problems with human rights in the territories. What do you say? No, I choose to say something which has not yet been said by everybody. It's very simple. Not for the provocation, because Palestine was not mentioned in this conference. It was mentioned yesterday as Palestine is the anti-nation. Palestine is the one unique nation which doesn't have the right to exist. No one said it. Gerstenfeld said it. Palestine is the anti-nation. What do you think that means? And where do you think that terminology comes from, the anti-nation? What you were saying is that anti-Semitism and anti-Zionism are two different things. They are two different things. No, sometimes they are the same thing. And it's kind of ironic, really, that I was seen by some people as a sort of wild... Es hat eine gewisse Ironie, dass man mich hier für einen verrückten Radikalen hält. Where I come from... In England, wo ich herkomme, beschimpft man mich als rechten, Neokon, Israel-unterstützenden, anti-palästinensischen Rassisten. Was sagt das über diese Veranstaltung aus? Das heißt, dass hier ziemliche Rechtsaußen versammelt sind. There you go. Nobody in this conference was balanced. Not one. I don't think so. Im Gespräch mit David Hirsch wird mir klar, wie schwer es ist, in der jüdischen Welt eine andere Meinung zu äußern. Die, die das tun, werden zum Schweigen gebracht. And Dina has a go at me for not being balanced. Hirsch hat recht. Die Besetzung als möglicher Grund für berechtigte Kritik hat hier keiner erwähnt. Viele Juden betrachten Antisemitismus als eine Naturgewalt. Es hat ihn immer gegeben und es wird ihn immer geben. Er wird nur in unterschiedlicher Gestalt kommen. Es fällt mir schwer, die Dinge so zu sehen. Thema der Konferenz ist, dass man überall die Juden als die schlimmsten Menschenrechtsverletzer darstellt. Und denen, die Israel unterstützen, wirft man vor, sie würden einen kolonialistischen Apartheidstaat unterstützen. Das ist ein Freibrief für Angriffe auf das jüdische Volk. Es ist international anerkannt, dass Antizionismus manchmal Antisemitismus ist. Ich als Israeli kann nur hoffen, dass diese zwei Dinge auseinandergehalten werden.
Sonst gibt es keine Hoffnung. Sonst haben wir einen... Alles andere hieße, die Dinge fatalistisch anzugehen. Und das wäre zum Scheitern verurteilt. Sehen Sie, was er macht? Er hat das Problem der Linken. Das ist wie die Geschichte der Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird. Sie geht zum Psychiater und sagt, was habe ich getan? Denn wenn es nicht an mir liegt, ist es hoffnungslos. Dann ist er verrückt. Sie wollen auch immer etwas finden, was Sie getan haben, um den Hass zu erklären. Aber wissen Sie was? Es geht nicht darum, was Sie getan haben, so leid es mir tut. Wir leben im Chaos, die Welt ist gefährlich. Der Islamismus, finanziert von den Saudis, lehrt Unmengen von Menschen auf der Welt, dass die Juden schlecht sind, schon bevor sie nach Israel kamen. Ihr Problem ist, dass Sie das nicht sehen wollen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht bin ich naiv. Vielleicht sind die Leute, die Israel kritisieren, tatsächlich verkappte Antisemiten. Ich bin auf dem Weg nach Chicago. Ich will mit John Mearsheimer sprechen, dem Co-Autor der israelischen Lobby. Ich hoffe, ich traue mich zu fragen, ob er ein verkappter Antisemit ist. Haben Sie sich schon mal einen Moment lang selbst gefragt, wenn man Ihnen vorwirft, Antisemit zu sein? Haben Sie die Möglichkeit schon mal in Betracht gezogen? Haben Sie jemals gedacht, dass Sie vielleicht bei einigem, was Sie in dem Buch geschrieben haben, doch von einer Art Antisemitismus geleitet waren? No, because I'm not anti-Semitic and I never. Weil ich kein Antisemit bin. Und ich hatte auch nie den geringsten Zweifel daran. Es hat auch nie Anlass zum Zweifel gegeben. Meine Argumente sind in keiner Weise feindlich gegenüber Juden, noch sind sie feindlich gegenüber dem Staat Israel. In der Tat ist es so, dass weite Teile des Buches davon handeln, dass die Arbeit der Lobby noch nicht einmal im Interesse Israels ist und auch nicht im Interesse der USA. Und wir meinen, dass die Art von Politik, die wir befürworten und die Argumente, die wir bringen, besser sind für Israel und für die USA. Man kann anderer Meinung sein, aber unsere Argumente sind nicht antisemitisch und wir sind keine Antisemiten. Doch dieser Angriff auf uns ist sehr effektiv. Denn wir können zwar sagen, wir sind nicht antisemitisch, aber wie können wir Leute davon überzeugen, die das Gegenteil behaupten? Mein bester Freund ist... Genau, darauf läuft es hinaus. Man sagt, meine besten Freunde sind Juden und meine besten Freunde sind Juden. Aber mit dem Argument kann man nur verlieren. Es besteht kein Zweifel daran, dass Antisemitismus immer schon ein äußerst vergiftendes Phänomen war. Und es steht auch außer Frage, dass jemand wie Abe Foxman, der als Junge den Holocaust in Europa erlebt hat, von dieser Geschichte des Antisemitismus betroffen ist. Sie sagen, dass es auch schlecht für Israel ist. Diese Politik ist nicht nur für die USA schlecht, auch für Israel. Das geht die verdammt noch mal gar nichts an. Wer gibt ihnen das Recht zu entscheiden, was gut für uns ist? Wer sind die, dass sie glauben, entscheiden zu können, was uns Sicherheit gibt? Das geht die gar nichts an. Es gibt eine Sache, die mich hier wirklich beschäftigt und die wir lösen müssen. Der neueste Kampf von Abe Foxman gegen die antisemitischen polnischen Puppen macht mir klar, dass seine Liebe zu Israel nur ein Teil des Ganzen ist. Die Stereotype des Juden mit einem Sack voller Geld und einem Slotty. Das soll ein Glücksbringer sein. Man schenkt ihn Leuten, die in ein neues Haus ziehen oder eine neue Arbeit anfangen. Die Juden können ja so gut mit Geld umgehen. Das ist einfach widerlich. Und jetzt in der Wirtschaftskrise. Was glauben Sie, was das für ein Thema ist? Juden und Geld. Juden sind Geld. Wollen Sie das? Gut, mit Geld umzugehen, ist doch nichts Schlechtes. Wir sind in Auschwitz.
Solche Sachen haben den Weg nach Auschwitz geebnet. Die Juden haben Geld, also weg mit ihnen und schon hat man ihr Geld. Was soll daran gut sein? Foxman hat sehr empfindliche Antennen für jüdische Themen. Die Erinnerung an den Holocaust ist immer gegenwärtig, wie eine Warnung vor dem, was passieren könnte, wenn man sich den Dingen nicht früh genug entgegenstellt. Eine Frage. Schauen Sie selbst. Sehen Sie den Holocaust kommen? Es ist verrückt. Es gibt so viel Hunger auf der Welt und so viele Menschen leiden. Und da soll ich mich über irgend so einen Idioten aufregen, der irgendwo ein Hakenkreuz malt? Finkelstein hat seine Stelle an der Universität verloren. Auf Druck der israelischen Lobby, wie er meint. Und man hat ihm die Einreise nach Israel verweigert. Mit der Begründung, er sei ein Sicherheitsrisiko. Das hat es wohl noch nie gegeben. Finkelstein ist ja selbst Jude. Er erinnert mich an die biblischen Unheilspropheten, die mit Steinen beworfen wurden, weil sie Dinge sagten, die niemand hören wollte. Die ADL und auch andere Juden fragen, warum die Leute immer auf Israel herumhacken müssen. Wie es sein kann, dass über die Ungerechtigkeiten in anderen Teilen der Welt keiner redet. Also wenn ich das Radio anmache, läuft da ständig was über den Sudan, über Tibet, über Darfur, alles Mögliche. Nur im Falle von Israel gibt es für alles Rechtfertigungen. Und dabei ist es die längste Besetzung eines Landes auf der ganzen Welt. Ich meine, 40 Jahre sind doch wohl genug. Die Besetzung dauert länger, als Sie auf der Welt sind. Schockiert Sie das nicht? Die Ironie an der Sache ist, dass der Holocaust heute als ideologische Waffe benutzt wird, um Aggressionskriege zu führen. Immer wenn wir heute einen Aggressionskrieg anfangen wollen, dann her mit dem Holocaust. Das Leiden von damals wird als Vorwand benutzt, die Palästinenser heute zu demütigen, zu quälen und zu erniedrigen. So ist das. Leiden als Totschlagargument. Hier unser Leiden. Jetzt jagen wir euer Haus in die Luft. Da unser Leiden. Wir nehmen euch das Land weg. Und dort unser Leiden. Jetzt werfen wir Granaten auf eure Dörfer. Eine abgekartete Sache zwischen Israel und seinen Unterstützern. Es geht nicht nur um Leiden. Das Leiden wird zum Totschläger, mit dem man den Palästinensern den Schädel einschlägt. So läuft es. Es wird nicht benutzt, um die Menschen zu erziehen, sie aufzuklären oder ihnen Moral zu vermitteln. Aber es könnte... Wird es aber nicht. Darum geht es doch. Natürlich könnte es, aber es wird nicht. Das Beste, was Israel passieren kann, ist, dass sie die amerikanischen Juden endlich loswerden. Diese Kriegstreiber aus Martha's Vineyard, die Kriegstreiber aus den Hamptons und die Kriegstreiber aus Beverly Hills und Miami. Eine Katastrophe für Israel. Das Beste wäre, sie würden diese amerikanischen Juden loswerden. Sie sind ein Fluch. Finkelsteins größter Feind ist Foxman. Genau deshalb hören die Leute ihn nicht zu. Wegen solcher Sachen. Manche lachen. Sie vergleichen Foxman mit Hitler. Das ist eine Beleidigung für Hitler. Der hat es wenigstens nicht wegen des Geldes getan. Finkelstein hat sein persönliches Trauma als Sohn Holocaust-Überlebender ins Gegenteil verkehrt. Auf die Frage, ob ihm die Opfer der Israelis nicht genauso leid täten wie die palästinensischen, vergleicht er die israelischen Opfer mit den Toten der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Sie sind wirklich lustig, das muss ich schon sagen. Sie sind Teil einer Gesellschaft, in der jeder jeden einen Nazi nennt, richtig? Sie haben Rabin einen Nazi genannt. Ben-Gurion nannte Jabotinsky einen Nazi.
Jabotinsky nannte Ben-Gurion einen Nazi. Begin nannte Ben-Gurion einen Nazi. Jeder von ihnen behauptete, der andere sei schlimmer als Hitler. Das ist die Sprache ihrer Gesellschaft. Es ist auch die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Alles bei uns zu Hause. Das Essen, schlimmer als in Auschwitz. Die Kleider, schlimmer als in Auschwitz. Und dann tun sie plötzlich so scheinheilig, wenn ich so mache. Ihre ganze Gesellschaft ist so. Erinnern Sie sich nicht an die Transparente mit Rabin in SS-Uniform, bevor man ihn erschossen hat? Und dann tun Sie plötzlich so scheinheilig? Ich will nur sagen, dass die Leute... Wegen Abe Foxman? Mit dem müssen wir gottesfürchtig sein? Einem Ganoven und Verbrecher? Ich sehe es nur mit den Augen der anderen. Von mir aus können Sie den ganzen Tag so weitermachen. Ich rede mit Ihnen. Sie sind Israeli. Ich filme Sie. Andere Leute werden es sehen. Dann schneiden Sie es raus. Dafür sind Sie doch da. Nein, es sollte auf jeden Fall im Film bleiben. Auch gut. Meinen Sie, das macht mir was? Die Gegend gefällt Ihnen? Ja, sehr. Was für eine angenehme Brise. Das letzte Mal habe ich Abe Foxman in Auschwitz gesehen. Die israelische Armee schickt ihre Offiziere nach Polen. Eine ähnliche Reise wie die der Jugendlichen. Dieses Jahr war die ADL zum ersten Mal Teil einer solchen Delegation der israelischen Streitkräfte. Neben Foxman marschiert der stellvertretende Stabschef, der zweithöchste Offizier der israelischen Armee. Und auf der linken Seite von Foxman, der israelische Botschafter in Polen. This is the biggest cemetery in the world. Poland. It's not the Jewish cemetery, but it's the biggest cemetery ever. Yeah. 1.5 million Jews. But there are 3 million. Yeah, yeah, but this place was the worst. Wir leben mit dem Gefühl, dass der Tod immer bei uns ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Er schwebt immer über uns. Und in Auschwitz sehen wir, wie er zu einer Industrie wurde, einer Todesindustrie. Die Deutschen haben damit angefangen und wir halten es lebendig. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob so etwas uns gut tut oder nicht, diese ganze Todesindustrie. Wir fixieren uns auf den Tod. Deshalb wird nie ein normales Volk aus uns werden. Wir sehen immer nur den Tod und die Vergangenheit. Natürlich müssen wir uns erinnern, aber wir leben zu sehr darin. Und es hält uns davon ab, normal zu werden. Bitte, Sie dürfen hier nicht sitzen. Hier sind mehr als 20 Menschen gestorben. Sie können nicht auf diesen Gedenkstein sitzen. Senja Girschbund verendet schnatt ihr Zra und Robert Sikoim schon ihr Zra
Beta-Cholim in Kiew von den Nazis. Ihr Sicher, Baruch. Wir haben die Koffer gesehen. Und jeder Koffer hatte einen Namen drauf. Wir haben Babysachen gesehen. Handschuhe, Hemden, Hosen, Kinderschuhe. Aber auch Töpfe, Zahnbürsten. Sachen, die die Menschen jeden Tag benutzen. I've walked this road before. Ich bin diesen Weg schon einmal gegangen, voller Verzweiflung und Schmerz. Und jetzt gehe ich ihn und fühle die Stärke von 150 Offizieren der israelischen Armee hinter mir. Diesmal bin ich den Weg mit Stolz und Hoffnung gegangen und mit Stärke. Wenn du das siehst, sagst du dir, ich will die umbringen, die das gemacht haben. Aber wenn ich rassistisch bin, wird es immer jemanden geben, der noch rassistischer ist. Und es wird nie aufhören. Wen würdest du töten wollen? Wen würde ich töten wollen? Alle. Wen alle? Die Nazis. Unsere Feinde, die das gemacht haben. Aber du weißt, dass sie tot sind. Ja, aber es gibt neue Generationen. Vielleicht sind die anders, aber sie sind da. Meine Dreharbeiten gehen zu Ende. Während ich die schlafenden Jugendlichen betrachte, werde ich das Gefühl nicht los, dass die Betonung unserer Vergangenheit, so grauenvoll sie auch war, uns daran hindert, vorwärts zu gehen. Vielleicht ist es an der Zeit, in der Gegenwart zu leben und in die Zukunft zu blicken. Musik
Mas eu me